Noch immer ist er im Fußball-Burgenland in aller Munde. Der Sieg des SC Neusiedl am See 1919 über Rapid, als Rapid noch Rapid war. Ähnliches erwartet man vom NSC Jahre danach zwei Etagen tiefer gegen den favorisierten Sportclub aus Wien. Zunächst aber gibt es für den Neusiedler Kapitän Patrick Kintl für sein 250. Pflichtspiel eine Ehrung. Der und während sich Barndorf nur wenige Kilometer entfernt zur gleichen Zeit gegen die Oberwarter vergebens abmüht, ist in der Seestadt im schönen Stadion neben dem Neusiedler See die wahre Prominenz des Burgenlandes vertreten. An der Spitze ist Sportlandesrat Thorner und Bürgermeisterin Böhm. Was nach der Ehrung folgt, ist in dieser 11. Ostliga-Runde Werbung für den Fußball. Ja, und es wird auch offenbar der Fußballabend der Neuner. Marian Markic vergibt hier die erste große Möglichkeit. 11. Minute. Auf der Gegenseite ist des Sportclubs Goalgetter René Grivak, der vergibt. Grivak trägt ebenfalls die Nummer 9, wie Markic, die Nummer der Sturmspitzen. Aber bis zur Pause bleibt es bei vielen tollen Möglichkeiten auf beiden Seiten 0:0. Zu Wiederbeginn hat WSC-Cheftrainer Robert Weinstapel seine Truppe offenbar noch mehr motiviert, treffsicherer ans Werk zu gehen. 50. Spielminute, eine historische Minute in diesem Spitzenspiel. Freistoß für die Wiener. Viele Beine und Köpfe vor dem Neusiedler Gehäuse. Und die Nummer 9 der Wiener beweist Köpfchen, das viel umjubelte 1:0 für den Wiener Sportclub. Torschütze, wie gesagt, René Grivak. Ganz kurzer Schock bei Neusiedl. Auftrieb für den WSC. Beide Teams zeigen Fußball in Vollendung. Doch die beiden Supertorleute verhindern weitere Treffer, die sich dieses Spiel sicher verdient hätte. Vor allem Neusiedls Kuru ist in Topform. Die Schlussminuten sind spannend, aber auch dramatisch. Für das Heimteam Neusiedl vor beinahe 1000 Fans beinahe tragisch. Schon in der Nachspielzeit holt man den durchbrechenden Kintl da von den Beinen. Wie aber sieht das der junge Referee Samuel Sampi? Er gibt keinen Strafstoß, kein Foul. So kann man Spiele sicher nicht entscheiden. Vielleicht hätte dieser Strafstoß ein Remis bedeutet. Im Gegenteil, Neusiedl-Kapitän Kintl bekommt hier Gelb für eine angebliche Schwalbe. Es bleibt aber trotzdem beim nicht unverdienten 1:0 für den WSC. Damit ist für die Wiener die Winterkrone greifbar nahe. NSC 1919 aber bleibt dennoch im Spitzenfeld der Ostliga.